بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister. Wir heißen euch herzlich willkommen zu diesem heutigen Treff an diesem Abend, auf das wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sind und dann unserem Ustad, das es ermöglicht wurde. Um kurz ein paar einleitende Worte loszuwerden. Wir haben uns heute an diesem Abend getroffen, um einiges über eine Sekte und eine zeitgenössische Gruppe herauszufinden, namens Ikhwan al-Muslimun. Diesbezüglich haben wir einige Stichpunkte als Skript, welches wir bi'idhnillah mit unserem Lehrer hafidhahullah abarbeiten müssen und ihn einiges fragen müssen, auf das wir mehr über diese Gruppe erfahren und einiges über diese Gruppe lernen, auf das wir behutsam sind. Bevor ich das Wort an dem Ustad weitergebe, gebe ich kurz die Tagesordnung weiter. Und zwar wollen wir es so machen, dass wir einige, beziehungsweise Punkt für Punkt gehen, einen Punkt erwähnen und der Ustad uns daraufhin antwortet und einiges über diese Punkte erzählt. Und bismillah werden wir einiges lernen. Wenn seitens des Ustad nichts wäre, würden wir dann bismillah beginnen. Inshallah. Wie bereits besprochen, ist heute der erste Teil dieser Reihe, bismillah. Und dann direkt auch meine erste Frage, ja Ustad, barakallahu fikum. Wer ist diese sogenannte Gruppe Al-Ikhwan Al-Muslimun? Mit wem haben wir es hier zu tun? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahudah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما بارك الله فيك ياسين für die Vorbereitung und für die kurze Einleitung und inshallah soll das ab heute eine kleine Reihe werden und es soll immer pro Sitzung über eine bekannte zeitgenössische Gruppe gesprochen werden. Zwei Punkte sind hier wichtig. Zum einen zeitgenössisch, also wir reden über Gruppierungen, die jetzt in unserer Zeit vorhanden sind, welche die Muslime entweder kennen oder vielleicht wenige kennen. Und Gruppierungen. Man könnte sagen Gruppierungen, man könnte auch sagen Sekten. Nicht jede Gruppe ist automatisch auch eine Sekte. Aber die Gruppe, über die wir heute sprechen, sie ist mehr als nur eine Sekte. Und es geht um die sogenannten Al-Ikhwan Al-Muslimun, die Brüder der Muslime oder besser gesagt die Muslimbrüder. Das ist eine Gruppe, die in der heutigen Zeit oder besser gesagt sogar seit vielleicht knapp 100 Jahren sehr weit verbreitet ist. Und würde ich sagen, dass diese Gruppe zu den Gruppierungen gehört, die am allerweitesten auf der ganzen Welt verbreitet sind, dann wäre das nicht sehr weit hergeholt. Und das werde ich dann auch inshallah später vielleicht erwähnen. Und wir werden das auch in den nächsten Sitzungen, wenn wir über andere Gruppierungen sprechen, auch erfahren, was die Intisab, also sich einer Gruppe oder einer Sekte zuschreiben, angeht. So muss es nicht immer heißen, dass jemand kommt und sagt, ja, ich gehöre jetzt zu den Gruppierungen so und so. Es kann sein, dass jemand zu einer Gruppe gehört, weil er die gleichen Ideologien teilt und weil er das gleiche Gedankengut hat, obwohl er sich offiziell niemals dieser Gruppe zuschreibt. Es kann sogar sein, dass er sagt, nein, ich habe nichts mit dieser Gruppe zu tun. Und dann kommst du und sagst, du, schau, diese Gruppe sagt dies und jenes, 1, 2, 3, 4, 5 und das, was du sagst und vertrittst, ist fast genau das Gleiche. Also bist du im Endeffekt ein Teil von ihnen, ob gewollt oder nicht gewollt. Warum? Weil manchmal wird ein bestimmter Fikr, also ein bestimmter Gedankengut, verteilt, verbreitet und man nimmt das auf, ohne zu merken, dass dies von einer bestimmten Sekte kommt und dass man dann sozusagen diese Ansichten auch vertritt. Und ich rede vielleicht jetzt hier in den ersten Minuten allgemein über Al-Ikhwan Al-Muslimun, also Al-Tarif Al-Am, die allgemeine Definition. Al-Ikhwan Al-Muslimun, sie sind eine Gruppe oder eine Gruppierung, die als islamische Gruppierung bezeichnet wird,
Und sie hat natürlich bestimmte Sachen, zu denen sie ruft. Und dazu komme ich auch gleich, weil sie in einer Phase entstanden ist, in der der Islam sehr, sehr schwach war an bestimmten Orten. Und sie haben damals gesagt, als diese Gruppe ausgerufen wurde, vor fast 100 Jahren, wir möchten die Menschen wieder zurück zum Islam und zurück zur islamischen Gesetzgebung führen und rufen. Und sie hat diese Gruppe dann auch einen politischen Weg eingeschlagen, weil es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Es gibt manche Gruppen, die sagen, nein, wir wollen mit der Politik nichts zu tun haben. Unsere Dawa bezieht sich nur auf die Moschee oder unsere Dawa bezieht sich nur auf die Leute in irgendwelchen Dörfern oder auf den Straßen. Und dann wiederum gibt es Gruppierungen, die sagen, wir möchten auch politisch aktiv sein, wie es bei Al-Ikhwan al-Muslimun der Fall ist. Wann wurde sie gegründet und auf wen geht diese Gruppe zurück? Wichtig ist der Gründer dieser Gruppe, weil es gibt jemanden, der ist gekommen und hat gesagt, ich gründe jetzt eine Gruppe und ich nenne sie Al-Ikhwan al-Muslimun und unsere Ziele sind 1, 2, 3. Diese Gruppe geht zurück auf einen Mann namens Hassan al-Banna. Dieser Hassan al-Banna, und ich werde, auch wenn ich das ungern tue, ich werde nicht Hijri-Daten verwenden, sondern ich werde die christlichen Zeitangaben verwenden, weil das für die einen oder anderen etwas leichter ist und weil wir das auch teilweise jetzt im heutigen Unterricht brauchen. Dieser Hassan al-Banna, er ist geboren im Jahr 1906. Nach der Hijra wäre das 1324. Und er ist in einem Dorf Ägyptens aufgewachsen. Und wir halten uns vor Augen 1906. Und gestorben ist er im Jahr 1949, beziehungsweise er wurde im Jahr 1949 getötet. Das bedeutet, er ist nicht sehr alt geworden. Er ist ungefähr 43, 44 Jahre alt geworden. Und er, also dieser Hassan al-Banna, hat dann gelernt, studiert. Er kam aus einer allgemein islamischen Gegend. Also die Leute, mit islamisch meine ich, die Leute haben sich dem Islam zugeschrieben, haben gebetet, Koran gelesen etc. Und zu dem Zeitpunkt, um die Jahre 1910, 15, 20, 25, ist es zu einem Ereignis gekommen in der arabischen Welt oder allgemein im Nahen Osten. Und zwar der erste sogenannte Weltkrieg hat stattgefunden. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann das Osmanische Reich aufgelöst, erstens. Und die allermeisten Länder im Nahen Osten und in den arabischen Ländern wurden dann von Sykes-Picot aufgeteilt. Das sind Engländer und Franzosen, die sind gekommen und sie haben dann Grenzen gemacht. Sie haben gesagt, so, wir machen jetzt eine Grenze, das ist die Türkei. Wir machen eine weitere Grenze, das ist der Irak, das ist Libanon, das ist Syrien, das ist Ägypten. Auf einmal gab es diese neuen Grenzen, die es so davor niemals gab. 1300 Jahre waren das die Länder der Muslime gewesen. Die Leute sind gekommen und sind gegangen, wie sie wollten. Es gab so etwas wie diese Bezeichnungen nicht. Sie konnten reisen, dann auf einmal gibt es von heute auf morgen, nicht von heute auf morgen, aber innerhalb von kurzer Zeit, gibt es diese neuen Länder und neue Gesetze, die überhaupt nichts mit dem Islam zu tun haben. Atheistische Gesetze werden auf einmal in den Städten und Dörfern der Muslime durchgeführt. In so einer Phase ist Hassan al-Banna also aufgewachsen und er hat gelebt. Das hat natürlich viele Leute, viele Menschen dann zum Nachdenken gebracht. Und er hat überlegt und hat dann beschlossen, dass er versucht, dagegen vorzugehen. Es war dann das Jahr 1928. Nach Hijri war es das Jahr 1347. In jenem Jahr hat er dann seine Gruppe, also die Gruppe der Al-Ikhwan al-Muslimun, offiziell ausgerufen. Und dann wurden natürlich bestimmte Strategien festgelegt, wie man hier vorgeht und wie man Mitglied dieser Gruppe wird. Und innerhalb von kurzer Zeit haben sich immer mehr Menschen in Ägypten dieser Gruppe zugeschrieben und haben ihr sogar die Bay'a gegeben, weil es gibt oder es gab und es gibt, um sich dieser Gruppe anzuschließen, eine Bay'a, also ein Treueeid, den man leisten muss. Und dann gab es bestimmte Zeitungen und
Zeitschriften, die im Namen der Gruppe geschrieben wurden. Vor allem, wir müssen uns vor Augen halten, damals, wie hat man vor allem Da'wah gemacht für irgendein bestimmtes Gedankengut? Vor circa 100 Jahren, Anfang 1900. Der beste Weg war damals über Zeitungen. Zeitungen wurden dann immer, je nachdem, täglich oder wöchentlich rausgebracht, und man sollte oder wollte eine Zeitung haben, und in dieser Zeitung hat man dann bestimmte Sachen erwähnt. Das war der leichteste Weg. Und dann im Jahr, also 4 Jahre nach der, ich glaube 4 Jahre nach der offiziellen Gründung, im Jahr ungefähr 1932, kam dann die offizielle Zeitschrift oder Zeitung namens Al-Ikhwan Al-Muslimun raus. Wöchentlich wurde sie herausgebracht, und immer mehr Menschen haben sich dann dieser Gruppe zugeschrieben, und sie hatten dann ganze Büros in ganz Ägypten, Büros, und in jedem Büro gab es einen Leiter und es gab dort Angestellte, und sie haben dann fleißig, sehr fleißig sogar, ihre Da'wah betrieben. Das im Groben, dass wir uns vor Augen halten, wie der Beginn dieser Gruppe war, und wir befinden uns jetzt ungefähr um das Jahr 1940. Also diese Gruppe besteht jetzt seit circa 12, 15 Jahren, und wir sind in Ägypten, und in Ägypten danach gab es im Groben, was für uns jetzt wichtig ist, 3 Präsidenten. Der erste war der sogenannte Jamal Abdel Nasser. Dieser hat 16 Jahre geherrscht, zwischen den Jahren 1954 bis 1970. Danach kam ein sogenannter Anwar al-Sadat. Dieser hat geherrscht von 1970 bis 1981. Und nach ihm kam dann Husni Mubarak von 1981 bis 2011 hat dieser gerichtet, und in dieser Phase waren die Ikhwan al-Muslimun am aktivsten. Das war also jetzt die erste Phase und die Gründung von dieser Gruppe. Barakallahu fikum wa jazakallahu kulli khair für diese Einleitung und für die ersten Worte über die Entstehungsgeschichte und die erste Phase dieser Gruppe. Da Sie gerade Phase nannten, eine allgemeine Frage. Wir wissen, dass jede Gruppe verschiedene Phasen und mehrere Phasen durchgehen. Und dort auch direkt die nächste Frage, auf die wir übergehen. Und zwar, in wie vielen Phasen kann man diese Gruppe einteilen? Und können wir dort direkt ansetzen und zur zweiten Phase weiterlaufen? Barakallahu fikum. Man kann vielleicht im Groben Al-Ikhwan Al-Muslimun in vielleicht 4 oder 5 Phasen aufteilen. Man kann auch anders vorgehen, aber damit wir einfach nur, ich erwähne diese Phasen, damit wir eine bessere Übersicht haben. Die erste Phase, über die wir gesprochen haben, war sozusagen die Phase der ruhigen Da'wah. Jetzt kommen wir zur zweiten Phase. Inshallah, ich denke, wir werden das heute auf 4 Phasen aufteilen. Die zweite Phase war im Jahr 1949 oder kurz davor hat der sogenannte Ägypten oder der sogenannte Ägypten-Israel-Krieg stattgefunden. Das war, glaube ich, im Jahr 48, und da haben Al-Ikhwan al-Muslimun auch teilgenommen. Und es kam dann dazu, dass die Gruppe immer größer wurde und immer aktiver wurde. Und es kam dann zu einigen Vorfällen. Auf jeden Fall ist im Jahr 1949 der Gründer Hassan al-Banna getötet worden. Er wurde hingerichtet oder getötet von wahrscheinlich der ägyptischen Regierung. Und kurze Zeit später, im Jahr 1950, hat dann die Gruppe ihren zweiten Führer ausgerufen. Dieser wird genannt Hassan al-Hudaybi. Dieser hat ungefähr geherrscht, glaube ich, von 1950 bis circa 1973 oder 1970. Danach, wir gehen jetzt weiter, die 50er und die 60er Jahre. Diese Gruppe wurde immer größer und politisch immer aktiver. Und das hat dann dazu geführt, dass der damalige ägyptische Präsident namens Jamal Abdel Nasser Angst bekommen hat, dass die Gruppe zu viel Einfluss hat. Und in den 60er Jahren ist es dann dazu gekommen, dass sehr viele Anhänger dieser Gruppe festgenommen wurden. Und manche wurden sogar im Gefängnis von Jamal Abdel Nasser hingerichtet. Und die wahrscheinlich bekannteste Persönlichkeit ist Sayyid Qutb. Sayyid Qutb wurde im Jahr, glaube ich, 1966 wurde er
Er war davor viele Jahre im Gefängnis und im Jahr 66 wurde er dann im Gefängnis hingerichtet. Und dieser Sayyid Qutb ist wahrscheinlich die zweitbekannteste und zweitwichtigste Persönlichkeit, die der Gruppe Al-Ikhwan Al-Muslimun zugeschrieben wird. Und in den 60er Jahren war die Gruppe sehr stark und sie wollte politisch aktiv werden und viele Köpfe von ihnen wurden festgenommen. Und dieser Sayyid Qutb, wir müssen hier vielleicht einige Sachen zu ihm sagen. Sayyid Qutb war kein Gelehrter. Er war nicht jemand, der den Islam richtig oder überhaupt studiert hat. Jedoch hat er sehr viele Bücher geschrieben. Er hat sich sogar zugemaßt, dass er versucht hat, den Tafsir vom Koran zu machen und hat ein Buch dazu geschrieben, ein sehr bekanntes Buch, das nennt sich Fi Zilal al-Quran, in den Schatten des Korans. Dieses Buch hat er geschrieben und er hatte ebenfalls ein anderes sehr bekanntes Werk, das nennt sich Ma'alim fi Tariq, Zeichen auf dem Weg. Und diese Bücher von Sayyid Qutb haben sich extrem, wirklich extrem in der islamischen Welt verbreitet. Man könnte sogar sagen, Sayyid Qutb war in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren wahrscheinlich eine der bekanntesten Persönlichkeiten. Und seine Bücher, vor allem diese zwei Bücher, waren sehr weit verbreitet. Und manche Gruppierungen, andere Gruppierungen, haben vielleicht die Bücher von Sayyid Qutb sogar zu ihrer Manhajir gemacht. Also diese unterrichtet unter ihren Mitgliedern. Und er hatte also, ob wir das jetzt so sehen oder nicht sehen, er hatte einen extremen Einfluss. Natürlich sei zu erwähnen, dass in den Büchern von Sayyid Qutb teilweise fatale Fehler vorhanden sind. Sowohl in seinen Büchern auch, als auch in seiner Vorgehensweise. Und ich persönlich empfehle auf keinen Fall, dass die Leute der Sunna sich mit den Büchern von Sayyid Qutb beschäftigen. Aber wir reden jetzt hier über eine Sache, die halt Realität war. Und als dann Sayyid Qutb im Jahr 1966 hingerichtet wurde, kam es zu einer Schwächung der Al-Ikhwan Al-Muslimun und sie haben dann beschlossen, dass sie versuchen, eher geheim weiterhin zu arbeiten und sozusagen ein, zwei Gänge zurückzuschalten, weil sie Angst hatten vor dem damaligen Präsidenten Jamal Abdel Nasser. Und das ging ungefähr bis in das Jahr 1970, dann ist Jamal Abdel Nasser gestorben und nach ihm kam dann der nächste Präsident, dieser heißt Anwar Sadat. Und dieser Anwar Sadat, als er an die Macht gekommen ist, hat er den Al-Ikhwan al-Muslimun wieder etwas mehr Freiheit gegeben. Und er hat selber, weil die politische Lage war sehr schwierig in Ägypten. Und Al-Ikhwan al-Muslimun hatten unter dem allgemeinen Volk sehr viele Anhänger. Und aus diesem Grund hat er dann viele der Anhänger von Al-Ikhwan al-Muslimun aus den Gefängnissen wieder freigelassen. Und so, man kann also sagen, das war also die zweite Phase von Al-Ikhwan al-Muslimun in der Zeit, in der sie immer aktiver wurden und vor allem die Zeit von Sayyid Qutb. Namachi. Barakallahu feikum. Vielen Dank für Ihre Worte über diese zweite Entwicklungsphase bzw. Phase dieser Gruppe, Al-Ikhwan al-Muslimun. Ich möchte gar nicht länger das Wort beibehalten und Sie direkt über die dritte der vier oder fünf genannten Phasen befragen. Ob Sie uns diesbezüglich auch weitere Informationen geben können. Kommen wir zur dritten Phase. Also wir sind immer noch, das müssen wir uns vor Augen halten, wir reden noch allgemein über die Gruppe. Also ich habe viele Sachen, die mit der Gruppe zu tun haben, noch gar nicht erwähnt. Das kommt inshallah demnächst. Kommen wir zu der dritten Phase und zwar ab dem Jahr 1970. Die Gruppe hat dann jemanden namens Umar al-Telmasani als ihren neuen Führer ausgerufen. Und sie haben gemerkt, in den 60er Jahren ging es ihnen sehr schwierig und ging es ihnen sehr schlecht und haben dann gesagt, wir müssen versuchen, ein bisschen ruhiger an das Ganze vorzugehen. Und dann immer wieder kam es dazu, dass neue Führer die Gruppe übernommen haben. Aber eine Sache ist sehr wichtig, vor allem ab den 70er Jahren, als dann Anwar Sadat an der Macht war und er ihnen sozusagen gewisse Freiheiten gegeben hat, erstens, und die Gruppe dann ihre Vorgehensweise geändert hat, zumindest für einige Jahre, haben sie angefangen, auch außerhalb von Ägypten immer aktiver zu werden. Davor war ihre Da'wah hauptsächlich nur auf Ägypten
beschränkt. Auch, sie waren auch in anderen Ländern vorhanden, aber hauptsächlich waren sie in Ägypten. Aber ab den 70er Jahren wurden sie immer aktiver, im zum Beispiel Sudan und ebenfalls in Syrien und im Irak, im Jemen. Sogar, das muss man sich vor Augen halten, sie hatten ein Büro, ein offizielles Büro in der Schweiz, in Genf. Und wir reden jetzt hier über die 60er, 70er Jahre. Damals, wie viele Muslime gab es in Europa, wie viele Muslime gab es in der Schweiz? Also der Islam war ganz, 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 ganz schwach vertreten, noch kaum vorhanden in Europa. Und trotzdem hatten sie bereits damals ein Büro in der Schweiz zum Beispiel. Und die Dawa von ihnen hat sich also außerhalb von Ägypten verbreitet. Und sie haben versucht, auch in Saudi-Arabien Fuß zu fassen, haben es aber nicht geschafft. Und das lasse ich jetzt erstmal beiseite. Warum? Weil dazu kommen wir dann inshallah im nächsten Vortrag, wenn wir über die nächste Gruppierung oder über die nächste Sekte sprechen. Auf jeden Fall ist das im Groben die dritte Phase. Und dann kam es in den 80er Jahren zum sogenannten Sowjet-Afghanistan-Krieg, als die Sowjetunion den Krieg in Afghanistan geführt hat. Und dieser Krieg ging fast 10 Jahre in Afghanistan. Waren die Ikhwan al-Muslimun offiziell oder zumindest inoffiziell sehr aktiv, auch in Afghanistan vertreten. Und sogar manche Gruppierungen, die damals dort gekämpft haben, sie haben Bücher von Sayyid Qutb, wie zum Beispiel Ma'alim fi al-Tariq, offiziell dort unterrichtet. Und das hat der Gruppe wieder einen starken Aufschwung gegeben. Und dann kam es im Jahr 1981 zu einem weiteren Ereignis. Und zwar wurde der damalige ägyptische Präsident Anwar Sadat während einer Vorführung getötet. Und es wird gesagt, diejenigen, die ihn getötet haben, das waren Leute gewesen, die der Gruppe von Al-Ikhwan al-Muslimun zugeschrieben werden. Und das ist eine lange Geschichte, darauf möchte ich jetzt nicht ausführlich eingehen. Aber auf jeden Fall kam es dann zu diesem Geschehnis. Und wir befinden uns also jetzt ungefähr in den 80er Jahren. Ich erwähne vielleicht, wenn wir schon dabei sind, die vierte Marhala oder die vierte Phase. Und zwar diese vierte Phase hat ab den 90er Jahren stattgefunden. Und die Gruppe hat sich dann immer mehr geändert. Vor allem sie war sehr weit verbreitet und neue Gesichter haben sich dieser Gruppe zugeschrieben. Und das hat dazu geführt, dass die Gruppe teilweise sogar atheistische Ansichten auf einmal vertreten hat. Aber inshallah komme ich in wenigen Minuten nochmal dazu. Das ist jetzt ein grober geschichtlicher Überblick über Al-Ikhwan al-Muslimun. Was sind die Probleme? Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was sind die Probleme und was sind die Kritikpunkte, welche wir oder welchen ich zum Beispiel Al-Ikhwan al-Muslimun vorwerfe. Ich werde das versuchen in Punkten aufzuzählen. Erstens, sie geben der Da'wah zur richtigen Aqidah und der Da'wah zum Tawhid keinen großen Stellenwert. Diese hat bei ihnen niemals einen wichtigen, einen großen Stellenwert gehabt. Dass sie gesagt haben, es ist sehr wichtig, dass wir die Leute zur sauberen Aqidah aufrufen, dass wir die Leute vor dem Schirk und vor den Kufriyat warnen. So etwas gab es bei ihnen nicht. Wenn man das vergleicht mit anderen Leuten, die Da'wah gemacht haben, dann sieht man, ihre Da'wah war auf an erster Stelle auf den Ruf zum Tawhid gesetzt. Genauso wie die Propheten alaihissalatu wassalam das gemacht haben. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Alle Gesandten haben den gleichen Aufruf gehabt. اُعْبُدُ اللَّهَ, betet Allah an, das ist der Tawhid. وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ, und meidet den Tawhid. Meidet den Schirk. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er in Mekka war, er hat die ersten 10 Jahre hauptsächlich zum Tawhid gerufen. Bei Al-Ikhwan al-Muslimun wird diese Sache nicht sehr hoch gestellt. Der nächste Punkt, ihre Aussage, Al-Ghayatu tubarriru al-Wasila. Das Ziel rechtfertigt die Hilfsmittel. Sie haben ein Ziel. Was ist das Ziel von Al-Ikhwan al-Muslimun? Dass sie an die Macht kommen, dass sie die Herrschaft über ein Land übernehmen. Das ist das Ziel. Um dieses Ziel zu erreichen,
sind ihnen fast alle Hilfsmittel recht. Selbst wenn es Sachen sind, die verboten sind. Wie in der heutigen Zeit. Das mit den Wahlen und Teilnahmen an Wahlen. Von wem kommt das? Wer waren die Ersten, die dazu gerufen haben, als sogenannte muslimische Gruppierungen? Das waren Al-Ikhwan al-Muslimun in den 60er, 70er Jahren. Warum? Weil sie haben ein Ziel und so ist ihnen jedes Hilfsmittel recht. Und man sieht auch aus diesem Grund, wie sie immer darauf aus sind, irgendwie an die Macht zu kommen und alles dafür tun. Ein weiterer Punkt, für den sie natürlich kritisiert werden, ist, dass sie sagen, wir wollen die verschiedenen Madhahib. Mit Madhahib meine ich jetzt nicht die Rechtsschulen, Maliki, Shafi und so weiter, sondern mit Madhahib meine ich die verschiedenen Denkrichtungen. Wir wollen versuchen, alle irgendwie zusammenzubringen. Wir wollen die Salafia und die Sufia und die Asha'ira und die Shia, wir wollen alle versuchen, zusammenzubringen. Und das ist bekannt. Das beste Beispiel ist in Palästina, in Gaza, Hamas, wie sie seit vielen Jahren immer dazu rufen, dass sie und die Rafida und die Shia zum Beispiel Brüder sind und wie sie sich gegenseitig loben. Ebenfalls ein weiterer Punkt, der zu kritisieren ist, dass die Führer von dieser Gruppe teilweise fatale Fehler in der Aqida hatten. Angefangen bei Hassan al-Banna, der viele Aqida-Fehler hatte, ebenfalls Sayyid Qutb und dann die heutigen Köpfe von ihnen, über die brauchen wir erst gar nicht sprechen, wie zum Beispiel Yusuf al-Qaradawi und so weiter. Und dann haben sie einen bekannten Spruch. Sie sagen immer, wir versuchen, der eine ist Salafi, als Beispiel, natürlich ein Salafi wird sich ihnen nicht zuschreiben, aber als Beispiel, der eine ist ein Shiri, der eine ist ein Sufi. Sie haben da immer eine bestimmte Regel. Diese Regel besagt, نَتَعَاوَنُوا فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَيَعْذِرُوا بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِي. Wir arbeiten bei dem miteinander zusammen, worin wir uns einig sind. Jeder von uns entschuldigt den anderen bei dem, worin wir unstimmig sind. Kommt, wir wollen zusammenarbeiten. Wir bauen ein Büro. Wir haben ein Institut, welches wir eröffnen. Und jetzt kommen verschiedene. Der Sufi ist da, der Ash'ari ist da, der Shi'i ist da, der Salafi ist da. Wie gehen wir vor? Die Sachen, bei denen wir uns einig sind, so arbeiten wir miteinander zusammen. Wir sind uns einig, dass wir fünfmal beten. Wir sind uns einig, dass der Adhan gerufen wird. Khalas, hier arbeiten wir zusammen. Und die Dinge, bei denen wir uns unstimmig sind, so lassen wir das beiseite und wir entschuldigen uns gegenseitig. Okay, du bist der Ansicht, dass Allah über seinem Thron ist. Ich dagegen bin der Ansicht, dass Allah überall ist. Ich bin der Ansicht, dass die Sahaba geehrt werden müssen. Du bist der Ansicht, dass die Sahaba Verbrecher waren. Ich bin der Ansicht, dass die Frau den richtigen Hijab tragen muss. Du bist der Ansicht, dass die Frau auch ohne Hijab, ohne richtigen Hijab rumlaufen kann. Solche Sachen sagen, egal, kein Problem. Wir sind uns jetzt uneinig bei diesen Sachen. Wo wir uns uneinig sind, so entschuldigen wir uns gegenseitig. Das ist natürlich eine fatale Regel. Und so eine Regel wird niemals erfolgreich sein. Das ist aber auf jeden Fall bei Ihnen ganz wichtig, dass Sie sagen, نَتَعَاوَنُوا فِي مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ. Wir arbeiten bei dem miteinander zusammen, worin wir uns einig sind. وَيَعْذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِي. Und jeder von uns entschuldigt den anderen bei dem, worin wir unstimmig sind. Und das war auch von Anfang an das Ziel von Hassan al-Banna gewesen. Er hat versucht, zwischen den Asha'ira und zwischen Ahlul Hadith, also den Leuten der Sunna, zu vereinen. Und so etwas hat niemals geklappt in der Geschichte und wird auch niemals klappen. Jeder, der denkt, Batil, die Falschheit, und der Haqq, die Wahrheit, können miteinander gemischt werden, so kennt dieser den Koran, die Sunna und die Geschichte und die Realität nicht. Das sind also auf jeden Fall einige Ma'achiz, einige Kritikpunkte und einige Dinge, schwerwiegende Dinge, die dieser Sekte vorgeworfen werden. Es kam dann auf jeden Fall in den 90er Jahren dazu, dass sogar teilweise atheistische Gedankengute in die Gruppe geflossen sind. Und das war unter anderem, es gibt verschiedene Gründe, aber ich nenne vielleicht zwei Gründe. Der erste Grund war Yusuf al-Qaradawi, der ursprünglich ein Ägypter ist, aber er hat sich dann später in Katar niedergelassen. Und in Katar ab den 90er Jahren gab es einen
bekannten und einen sehr starken Fernsehsender. Dieser ist bis heute noch vorhanden und nennt sich Al Jazeera. Und Al Jazeera wurde dann sozusagen zum Sprachrohr von Al-Ikhwan al-Muslimin. Die Köpfe von Al-Ikhwan al-Muslimin seit 30 Jahren bekommen ihre Bühne bei Al Jazeera. So hat zum Beispiel Yusuf al-Qaradawi über Jahre hinweg oder Jahrzehnte hinweg Live-Sendungen gehabt, wöchentliche Live-Sendungen gehabt, welche über Al Jazeera gestreamt wurden. Und das muss man auch so sehen. Al Jazeera ist leider der wahrscheinlich stärkste Sender in der arabischen Welt. Und das hat dazu geführt, dass die Jama'a dann wieder stärker wurde und das Gedankengut von Al-Ikhwan al-Muslimun sich verbreitet hat und viele Häuser der Muslime betreten hat, ob gewollt oder ungewollt von den Muslimen. Und Yusuf al-Qaradawi ist ja bekannt, dass er teilweise viele atheistische Ansichten hat, indem er gesagt hat, als der damalige Papst gestorben ist, wo er Bittgebete für ihn gesprochen hat, wo er gesagt hat, man darf kein Takfir auf die Yahud und Nasara sprechen, wo er den Khomeini gelobt hat, wo er immer gesagt hat, die Schia und Rafida sind unsere Brüder und so weiter. Und wo er fast keine Sache ausgelassen hat, die haram ist, die er dann versucht hat, irgendwie halal zu machen, und keine Sache, die irgendwie halal ist, wo er versucht hat, das irgendwie umzudrehen. Sogar das Ganze hat bei ihm sogar dazu geführt, als er einmal gefragt wurde, über ein Mädchen, welches zur Schule geht und es wird dann von ihr verlangt, dass sie mit Jungs am Schwimm und nackt am Schwimmunterricht teilnimmt. Hat er sogar da es geschafft, die Fatwa zu geben? Egal, kein Problem. Wenn es einen Nutzen gibt, soll dieses Mädchen ihre Kleidung ausziehen und nackt mit fremden Jungs am Schwimmunterricht teilnehmen. Warum? Weil das ist der Fikr von Al-Ikhwan al-Muslimun. Wir haben ein Ziel. Unser Ziel ist, dieses Mädchen muss studieren und dieses Mädchen muss gebildet sein und dieses Mädchen muss irgendwann ein Büro von uns übernehmen und. Als Beispiel. Deswegen, das ist das Ziel. Und wir gehen jetzt nochmal wieder auf die vorige Regel zurück. Das Ziel rechtfertigt die Hilfsmittel. Wir haben jetzt ein Ziel und egal, die Hilfsmittel, auch wenn sie jetzt nackt schwimmt mit fremden Jungs und fremden Männern, kein Problem. Und A'udhu Billah, also wirklich eine Iblis-Fatwa gewesen, welche er da gegeben hat. Ahsana Allahu alaykum, Ustaz, barakallahu fikum. Um an Ihre Worte, vor allem an den letzten genannten Worten anzuknüpfen, eine Frage. Und zwar hört man oft von diesen Leuten und den Leuten aus ihren Reihen einen Slogan, der besagt, wir strengen uns hier an und unser Ziel ist es, an die Regierung zu kommen, auf dass wir die Schari'atu Islamiyya, yani die islamische Gesetzgebung, etablieren können. Und das sind Slogans, die hört man, oder ähnliche Wortlaute. Können Sie uns einige Worte diesbezüglich berichten? Barakallahu fikum. Nein. Sehr gut. Wir sagen, Hassan al-Banna hat im Jahr 1928 offiziell diese Gruppe ausgerufen, Al-Ikhwan al-Muslimun, und dann gab es für sie viele Höhen und Tiefen. Und sie haben immer eine Sache versucht. Sie wollten versuchen, irgendwie an die Macht zu gelangen und haben das niemals geschafft. Weder in den 50er Jahren, noch in den 60er Jahren, noch in den 70er Jahren, noch in den 80er Jahren, bis ungefähr 70 Jahre nach der Gründung dieser Sekte. Sagen wir mal, wir befinden uns jetzt ungefähr um das Jahr 2010, 2011, 12, da kam es ja zu diesem sogenannten arabischen Frühling. Was ist passiert? In dieser Zeit hat Hamas, welche offiziell immer sagt, dass sie sich den Al-Ikhwan al-Muslimun zuschreibt, und die Köpfe von Hamas sagen das bis heute offenkundig, und sie treffen sich immer auch mit den großen Köpfen von Al-Ikhwan al-Muslimun. Hamas hat es dann geschafft, um das Jahr 2005, 2007 ungefähr, die Macht zu erlangen in Gaza. Und sie sind jetzt dort seit über 15 Jahren. Haben sie in dieser Zeit mit der islamischen Gesetzgebung gerichtet und diese eingeführt? Haben sie das getan? Nein, das haben sie niemals getan. Vielmehr haben sie sogar offiziell gesagt, wir werden nicht mit der Scharia richten. Und wir müssen uns vor Augen halten, sie wird von der ganzen Welt bekämpft. Also sie hat sozusagen nichts zu verlieren. Hätten sie jetzt gesagt, okay, egal, sowieso, die ganze Welt ist gegen uns, jetzt ist uns alles egal und wir rufen jetzt die Scharia zumindest aus,
Haben sie das getan? Nein, das haben sie nicht gemacht. Okay, lassen wir Hamas beiseite. Dann im Jahr 2011 oder 2012 kam es dazu, dass in Ägypten ein Mitglied der Al-Ikhwan al-Muslimun namens Mohammed Mursi die Wahlen gewonnen hat. Und er wurde zum Präsidenten in Ägypten. Und er war ungefähr ein Jahr lang an der Macht. Und während dieser Zeit hat er in etlichen Interviews immer wieder darauf hingewiesen, dass er niemals mit der Scharia richten möchte. Und er hat viele Kufraussagen getätigt. Auch wenn es für manche, wenn sie das hören, sie sagen, nein, das ist übertrieben. Ich könnte jetzt viele sogar zitieren, wie er gesagt hat, dass er die Scharia nicht möchte und dass er unter seiner Macht in Ägypten es nicht dazu kommen wird, dass die Hajj-Strafen zum Beispiel eingeführt werden und so weiter. Fakt ist, sie waren dann an der Macht zum ersten Mal. Er hätte jetzt die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, khalas, wir machen jetzt das, wozu wir fast 80 Jahre lang gerufen haben. Wir setzen jetzt die Scharia um. Egal, auch wenn ich dann abgesetzt werde, zumindest haben wir das, wozu wir immer die Parolen, die wir immer gerufen haben, zumindest haben wir das umgesetzt. Hat er das getan? Nein, hat er nicht getan. Okay, das war jetzt das zweite Beispiel. Das dritte Beispiel, während der gleichen Zeit, ungefähr 2011, 2012, 2013, kam es dazu, dass ein Mann namens Rashid al-Ghannouchi in Tunesien an die Macht kam und zum Staatspräsidenten, glaube ich, wurde. Auf jeden Fall, er war dann an der Macht. Und dieser Rashid al-Ghannouchi ist auch ein Kopf von Al-Ikhwan al-Muslimun. Er hat viele Jahre im sogenannten Exil gelebt und dann ist er zurückgekommen und er hat dann die Wahlen gewonnen. Was hat er getan? Gar nichts hat er getan. Niemals hat er auch nur im Ansatz daran gedacht, die Scharia irgendwie einzuführen. Vielmehr ist nach Rashid al-Ghannouchi, er wurde dann abgesetzt, kurze Zeit danach, kam eine Person an die Macht. Diese Person nennt sich As-Sibsi. Ein alter Mann war das. Er war dann für einige Zeit Präsident in Ägypten und er war ein richtiger Murtad und ein großer Tarot. Sogar hat er gesagt, bei uns wird es niemals die Scharia geben. Und er hat versucht, wirklich Gesetze einzuführen, die selbst in vielen nicht-muslimischen Ländern so nicht eingeführt werden. Er hat also offenkundig Krieg gegen Allah und seinen Gesandten geführt. Als dieser Sibsi dann untergegangen ist, hat Rashid al-Ghannouchi ein Interview gegeben und er sagte in diesem Interview, ich habe das hier, seine Worte übersetzt, er sagte über ihn, dieser patriotische, eifersüchtige und weise Mann, er hat sein Land auf dem weisen und geraden Weg zurückgelassen. So etwas sagte dieser Ikhwani, Rashid al-Ghannouchi, über diesen Tarut und über diesen Kafir. Obwohl er immer wieder im Parlament, also dieser Sibsi, gebrüllt hat, dass er nichts mit der islamischen Gesetzgebung zu tun haben will. Sogar er hat in seiner Zeit, wollte er ein Gesetz erlassen, welches erlaubt, dass der Islam beleidigt werden darf, ohne dass man dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Und wir reden jetzt von Tunesien, von einem Land, in dem sich eigentlich offiziell alle Menschen dem Islam zuschreiben und alle sagen, ja, wir sind Araber und so weiter. Sowas wollte er als Gesetze erlassen und über ihn hat der Ikhwani al-Ghannouchi dann diese Worte gesagt. Von daher, ihre Parolen, die sie immer geschrien haben über Jahrzehnte hinweg, das hat sich dann herausgestellt, das waren alles Lügen gewesen. Und das waren jetzt nur Beispiele, ich könnte noch weitere Beispiele nennen. Es gibt schöne Worte von Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, und zwar sagte er, وأما الإخوان المسلمون فليس لهم نشاط واضح في بيان التوحيد وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة. Sheikh Ibn Baz sagte, was die Ikhwan al-Muslimun angeht, so haben sie keine Aktivitäten hinsichtlich der Darlegung des Tauhids und der Darlegung der Aqida von Ahl Sunna wal Jama'a. Und hier hat Sheikh Ibn Baz rahimahullah natürlich die Wahrheit gesprochen. Und diese Worte sind alt, das hat er wahrscheinlich früher, damals, Allah alim, in den 80er oder 90er Jahren bereits gesagt. Jetzt könnte jemand kommen und versuchen, Ausreden für Al-Ikhwan al-Muslimun zu suchen, indem er sagt, ja, diese Gruppe, diese Jama'a, sie ist in einer schwierigen Zeit entstanden und in einer Zeit, in der die Menschen, also die Muslime, weit vom Islam entfernt waren und deswegen waren sie gezwungen, dass sie all diese Wege einschlagen und dass sie diese Regeln, welche ich vorhin erwähnt habe, dann aufstellen. Was ist die Antwort darauf? Die Antwort darauf ist,
Während diese Gruppe entstanden ist, vor allem zu Beginn, als Hassan al-Banna noch gelebt hat, haben viele große Gelehrte von Ahlus Sunnah gelebt. Und sie waren vorhanden in der muslimischen Welt. Und ich nenne vielleicht einige Namen. Zu Lebzeiten von Hassan al-Banna hat der Großgelehrte Sheikh Suleiman ibn Sahman gelebt. Und er war aktiv und hat Bücher geschrieben und hat Werke verfasst und hat Widerlegungen verfasst. Zu Lebzeiten von ihnen hat Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, der frühere Mufti Saudi-Arabiens, gelebt. Sheikh ibn Baz hat gelebt, vor allem in den 80er, 90er Jahren, als er der Mufti war in Saudi-Arabien. Taqiyuddin al-Hilali, der marokkanische Großgelehrte, der aktiv war und in viele Länder gereist ist. Dieser hat zur gleichen Zeit gelebt. Ahmad Shakir, ein bekannter Hadith-Gelehrte, der selber Ägypter war und in Ägypten gelebt hat. Er hat gelebt in dieser Zeit und er hat sogar viele Sachen auch erwähnt, hinsichtlich zum Beispiel der von Menschen gemachten oder die Menschen gemachten Gesetze. Hat er sogar Sachen diesbezüglich verfasst. Also einer unter ihnen. Al-Alusi hat im Irak gelebt. Also die Reihe ist auf jeden Fall, oder die Liste ist lang. Es gab in Algerien, gab es Ulama von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Deswegen diese Behauptung, ja, die Zeiten waren damals anders und die Situation war so und so. Das stimmt nicht und das wird zurückgewiesen durch diese Worte, die ich gerade erwähnt habe. Was sind unter anderem die Vorgehensweisen von Al-Ikhwan al-Muslimun? Und das ist dann auch, das sind Gründe, warum sie so aktiv sind und warum sie es schaffen, ihre Ideologie zu verbreiten. Sie versuchen immer, wenn sie in einer Gesellschaft sind, sich dem dann auch, den Leuten oder der jeweiligen Gesellschaft irgendwie anzupassen. Ein Ikhwani, der in Saudi-Arabien ist, der passt sich dann an. Er geht anders vor. Das beste Beispiel ist Muhammad Qutb. Dieser Muhammad Qutb, er ist vor einigen Jahren gestorben. Das ist der jüngere Bruder von Sayyid Qutb. Dieser hat jahrzehntelang in Mekka gelebt und hat sogar in Ummul Qura an der Universität Mekkas, an der islamischen Universität Mekkas unterrichtet. Er hat sich angepasst, obwohl er einer oder die gleichen oder ähnliche Gedankengute hatte wie sein Bruder. Wenn du dann schaust auf andere Persönlichkeiten, vor allem wenn sie in Europa sind, dann auf einmal treten sie ganz anders auf. Und da gibt es diesen bekannten Murtad in Deutschland. Das erste, was er ist gekommen aus Ägypten, das erste, was er gemacht hat, nach kurzer Zeit hat er sofort ein erfundenes Komitee ausgerufen und hat es dann Gelehrten in Deutschland genannt. Von welchen Gelehrten redet er in Deutschland? Wo gibt es Gelehrte in Deutschland? Und dann hat er sich zum Präsidenten dieses Komitees gemacht und hat dann Fatawa, und seitdem verteilt er fleißig Fatawa, die meistens klar dem Koran und der Sunna widersprechen. Auf jeden Fall, er hat es geschafft, dass er sich dann an die europäische Gesellschaft angepasst hat. Oder ihre Köpfe in Katar, wie Yusuf al-Qaradawi. Also das ist eine Vorgehensweise von ihnen, dass sie immer versuchen, je nachdem wo sie sind, sich dann auch dementsprechend anzupassen. Nam, ich hätte vielleicht noch einen letzten Punkt, Ach Yassin. Nam, gerne, Ustad, immer, gerne. Und zwar, diejenigen, die sich dieser Gruppe zuschreiben oder die dieser Gruppe zugeschrieben werden, sind zweierlei Arten. Und das, was ich jetzt erwähne, ist sehr wichtig. Vielleicht sogar der wichtigste Punkt in dem heutigen Vortrag. Es gibt zwei Arten von Menschen, die das Gedankengut von Al-Ikhwan al-Muslimun vertreten. Die erste Art, jemand, der offiziell kommt und sagt, ich bin einer von Al-Ikhwan al-Muslimun. Und er gibt ihnen Bay'ah und er redet zum Beispiel in ihrem Namen. Das ist klar und deutlich, darüber brauchen wir nicht lange reden. Das ist die erste Art. Die zweite Art, Leute, die sich nicht Al-Ikhwan al-Muslimun zuschreiben und die auch niemals sagen, dass sie zu dieser Gruppe gehören. Es kann sogar sein, dass sie sagen, nee, ich habe mit denen nichts zu tun und ich möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Aber in Wahrheit vertritt er ihr Gedankengut und ihre Ideologie und ist dann sozusagen ein Da'i zu dieser Gruppe, zu dieser Sekte, auch wenn er sich ihnen nicht zuschreibt. Und da gibt es viele Beispiele unter
bekannten Persönlichkeiten, unter bekannten Schuyuch und bekannten Duat in der arabischen Welt und auch, jetzt für uns ist es interessant, auch im deutschsprachigen Raum. Ich sage sogar, die meisten sogenannten Institute, die anerkannt werden, die Leute, die hinter diesen Instituten stehen, sie vertreten das Gedankengut von Al-Ikhwan al-Muslimun. Als bestes Beispiel die sogenannten Zentralräte, sei es jetzt in Deutschland oder in der Schweiz, auch wenn es Unterschiede zwischen beiden Zentralräten gibt, aber beide Zentralräte, sie vertreten im Endeffekt viele Ideologien von Al-Ikhwan al-Muslimun. Und sie sympathisieren auch mit vielen Köpfen, bekannten Köpfen von Al-Ikhwan al-Muslimun. Ebenfalls, und das ist in den letzten Jahren aufgekommen, Leute, die vielleicht in Saudi-Arabien an sunnitischen Universitäten studiert haben und dann dort vielleicht sogar das Studium abgeschlossen haben und dann wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz, viele von ihnen, und sie sind aktiv, sie nennen sich Halal Check, sie nennen sich United Konferenz, sie nennen sich Business-Muslime, sie nennen sich Mentor, was weiß ich was, sie nennen sich Hadith-Wissenschaften, sie geben sich auf jeden Fall solche Namen, und wenn du auf sie schaust, auf den ersten Blick, sagst du, nein, diese Leute sind nicht von Al-Ikhwan al-Muslimun, sie sind eher an Ahlus Sunnah dran. Aber im Endeffekt, wenn du auf ihre Vorgehensweise schaust, auf ihre Slogans schaust, dann sind es Ikhwani-Slogans. Slogans wie, so vereint sich die Umma, oder Slogans, sei Teil dieser Gesellschaft, oder dass sie kommen und versuchen immer irgendwie alles halal zu machen. Halal-Beratung, Halal-Check, Halal, alles. Du musst nicht jedes Mal, wenn du über eine Sache reden möchtest, musst du nicht immer den Begriff Halal davor setzen. Auf jeden Fall viele dieser Gruppierungen, mit Allahs Erlaubnis, werde ich auch vielleicht ausführlicher auf das eine oder das andere oder den anderen auch eingehen. Im Endeffekt, das sind Leute, die dieses Gedankengut und die Ideologie von Al-Ikhwan al-Muslimun vertreten, und man soll sich nicht täuschen lassen, indem zum Beispiel jemand kommt und er zitiert Imam Ibn Taymiyyah, dass du sagst, nein, nein, Achi, dieser zitiert doch immer Ibn Taymiyyah. Yusuf al-Qaradawi hat einmal gesagt, er wurde gefragt, wer sei die Person, die ihn sehr, sehr beeinflusst hätte. Und dann sagte er, der Gelehrte, der mich mit am meisten beeinflusst hat, ist Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Yusuf al-Qaradawi sagt so etwas. Wallahi al-Azim, wenn er in der Zeit von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah gelebt hätte, Imam Ibn Taymiyyah, ich weiß nicht, was er über ihn, welche Fatwa er über ihn gegeben hätte. Wo ist Imam Ibn Taymiyyah und wo ist sein Islam und wo ist deine Religion? Ja, Yusuf al-Qaradawi. Aber trotzdem, er weiß, mit solchen Worten kann er die Leute reinlegen, und deswegen hat er das gesagt. Und ich erwähne vielleicht noch einige weitere Persönlichkeiten. Al-Qaradawi habe ich erwähnt, Al-Ghannouchi habe ich erwähnt. Es gibt dann diesen bekannten Mauretanier namens Ad-Dedu. Ad-Dedu ist auch mittlerweile ein großer Kopf von Al-Ikhwan al-Muslimun geworden. Und er war ständig bei Al-Qaradawi gewesen und hat sogar diesen Satz getätigt, wo er sagte, Al-Qaradawi ist der größte Gelehrte in unserer Zeit. Und Ad-Dedu, wenn du ihm zuhörst und schaust, wie er auftritt, langer Bart und hat dann seine traditionelle mauretanische Kleidung an und liest Hadithe vor, dann sagst du, das ist doch einer von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Aber wenn du dann auf seine Vorgehensweise schaust, siehst du, das ist einer von Al-Ikhwan al-Muslimun. Und dann gibt es weitere Personen. In Saudi-Arabien gab es Salman al-Uda oder Al-Ittihad al-Alami li-Ulama al-Muslimin. Es gibt diese Vereinigung der sogenannten Gelehrten der Muslime. Und die meisten, die dieser Vereinigung angehören, gehören zu Al-Ikhwan al-Muslimin. Von daher soll man sich nicht täuschen lassen. Nur weil viele Leute, wie stellen sie sich einen Ikhwani vor? Sie stellen sich ihn vor, er ist rasiert, er trägt Anzug und Krawatte, er hat, wenn er redet, bringt er keine Verse aus dem Koran, keine Hadithe aus der Sunna. Er sagt, das ist ein Ikhwan. Ja, so sind viele von ihnen, aber je nachdem, und das habe ich vorhin auch erwähnt, wo sie sind und wo sie sich befinden, so
tun sie sich manchmal der jeweiligen Gesellschaft anpassen. Von daher soll man sich nicht davon täuschen lassen, nur weil er zum Beispiel in Al-Medina studiert hat, nur weil er zum Beispiel Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah erwähnt oder weil er irgendwas über Da'wah redet. Nein, nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich erwähne, das ist der letzte Punkt, einige Merkmale von Al-Ikhwan Al-Muslimun. Erstens, das hatte ich schon vorhin erwähnt, dass sie der Da'wah zum Tawhid keine große Aufmerksamkeit schenken. Zweitens, dass sie die Sunnan, Sachen, die Sunna-Handlungen sind, diese tun sie so manchmal beiseite legen und ihr keine große Aufmerksamkeit schenken. Drittens, sie sind bereit, Haram-Handlungen durchzuführen, vielleicht sogar Kufr-Handlungen durchzuführen, wenn es einen Nutzen für ihre Da'wah hat. Viertens, ihr Wala und Bara, also ihre Al-Wala wal-Bara, baut sich auf für ihre Gruppe. Das beste Beispiel, wir sehen jetzt, wie zum Beispiel der Fernsehsender Al Jazeera, wie Al Dedu, seitdem was in Gaza passiert ist, und möge Allah den Muslimen von Ahlus Sunnah in Gaza die Situation erleichtern, wie sie aktiv sind und darüber reden. Warum? Weil dort diejenigen, die aktiv sind, das ist ihre Gruppe. Okay, wo wart ihr, als Ähnliches anderen Muslimen in anderen Ländern widerfahren ist? Warum wart ihr dort auf einmal ruhig gewesen und euch hat das nicht so interessiert? Ah, weil es nicht ihre Gruppe war. Fünftens, dass sie sehr oft ihre Maske ändern, je nachdem, wie die Situation ist und wo sie sich befinden. Und dass sie große Terkis haben, also dass sie darauf aus sind, irgendwie bestimmte Institute an sich zu reißen. Wo sie kommen, sie schauen, wo gibt es hier in diesem Land ein großes Institut, und dann versuchen sie immer dort Köpfe dieser Institute zu werden. Und der nächste Punkt, dass sie sehr weit von der Manhaj und von den Büchern der Salaf entfernt sind und von den Büchern und der Da'wah der A'imma an-Najdiyya. Von denen wirst du niemals einen Ikhwani sehen. Ein Ikhwani wird vielleicht kommen und lügen und sagen, ja, Ibn Rajab, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, aber wenn es um die A'imma an-Najdiyya geht, so wirst du niemals vorfinden, dass ein Ikhwani ihre Bücher empfiehlt, ihre Bücher unterrichtet. Vielmehr tun sie entweder offenkundig oder versteckt davor warnen. Und der letzte Punkt, ihre Arbeit ist immer eine Hizbi-Arbeit. Sie arbeiten immer als eine Gruppierung, als eine Gruppe. Es gibt einen Kopf, es gibt dann einen Stellvertreter, es gibt eine Bay'a, es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Wenn du kommst und sagst, nee, so etwas gibt es nicht, ich bin Muslim und wir arbeiten zusammen, aber ohne, dass wir irgendwelche Regeln aufstellen. Nee, bei ihnen, immer egal wo sie sind, so gibt es diese Vorgehensweise. Al-Amal al-Hizbi. Na, das soweit zu diesem Gespräch und zu Al-Ikhwan al-Muslimun und zu der ersten Gruppe, über die wir gesprochen haben. Und mit Allahs Erlaubnis, ich versuche vielleicht nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, über eine andere zeitgenössische Gruppe zu sprechen, die ähnlich ist wie Al-Ikhwan al-Muslimun und von ihnen sogar abstammt. Nam, hada Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad. Ahsan Allahu alaykum, Ustad. Ich danke Ihnen sehr. Falls Sie erlauben, eine Frage? Nam, gerne. Und zwar erwähnten Sie ja gerade die Salaf. Und wir wissen, wie Sie es uns auch gelehrt haben, dass die Salaf stets begierig drin waren, uns darzulegen, wie unser Standpunkt und wie unser Umgang mit den Leuten der Bid'ah sein sollte. Und diesbezüglich stellt sich vielleicht die Frage, wie Sie haben zwar erwähnt gehabt, dass Sie auf einige Persönlichkeiten der heutigen Zeit eingehen wollen in Zukunft, aber ob Sie uns vielleicht einen allgemeinen Ratschlag mitgeben können für diese heutige Zeit. Wie sollte der Sunni, der Ahli Sunnati wa Jama'a nicht widersprechen will, im Umgang mit diesen Leuten und ihren Spuren und ihren Methodiken und ihren Rufen und Slogan umgehen? Na'am, ob Sie uns da vielleicht einen Ratschlag geben können? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nein, das ist sehr leicht. Die Antwort darauf ist sehr leicht. Wenn du als Muslim und als Sunni so auftrittst, wie du auftreten sollst, und deine Aqida und deine Manhaj offen zur Schau trägst und offen dann auch immer sagst, das ist meine Aqida, das ist meine Manhaj, das ist das, was ich vertrete, das ist mein Gedankengut, dass du das offen machst, automatisch
die allermeisten Gruppierungen und die allermeisten Sekten, sie werden dich nicht akzeptieren. Und sie werden sich von dir fernhalten. Also wenn du offen auftrittst, abgesehen davon, dass das die richtige Art ist, wie der Muslim vorgehen sollte, er heuchelt nicht. Das, was du an Aqidah hast, das, was du an Manhaj hast, das zeigst du. Und du sagst, das ist das, womit ich Allah subhanahu wa ta'ala anbete. Wenn du so vorgehst, Wallahi, das erleichtert dir vieles. Dass sogar die Leute dann selbst weggehen. Und ich mache das manchmal, teilweise, manchmal mache ich das sogar provokant. Wenn ich irgendwo bin, ich war mit einigen Brüdern irgendwo gewesen und meistens ist es so, die Leute heutzutage, was machen sie? Wenn sie irgendwo auf neue Leute treffen, er hält sich immer erstmal gedeckt. Er zeigt nicht seine Aqida, er zeigt nicht seine Manhaj. Warum? Erstmal die Lage abchecken. Und das ist weit verbreitet. Manchmal, wenn ich irgendwo bin, ich tue von Beginn an direkt eine Sache ansprechen, wo ich weiß, das akzeptiert nur ein Sunni. Und wenn er kein Sunni ist und ich das erwähne, dann wird ihm das nicht gefallen. Warum? Ich mache mir durch diese Vorgangsweise einen Gefallen und ich mache dem anderen dann auch einen Gefallen. Dass er sich dann nicht die Mühe macht, dass er direkt weiß, ja okay, der so und so, er trägt jenes Gedankengut und dann dreht er sich um und er geht weg. Alhamdulillah, khalas, besser. Geh du deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Auch wenn es natürlich schwierig ist, also das ist nicht für jeden gedacht, so vorzugehen. Und dann manche Brüder, wenn die mit mir sind, sagen, ach, Abu Sulaiman, warum hast du direkt darüber gesprochen? Warum hast du direkt diese Sache erwähnt? Und ich sage, ich mache das mit Absicht. Ach, vor allem, wenn du bestimmte Leute siehst oder an bestimmten Orten bist und eine Vermutung hast, in welche Richtung das geht, dann mach das, rede über die Sache, Alhamdulillah, so sparst du dir sehr viele Kopfschmerzen. Anstatt, dass du deine Manhaj und deine Aqida erstmal verborgen hältst, er hält sie verborgen und dann redet man minutenlang, stundenlang miteinander und er heuchelt dich an, du heuchelst ihn an und man versucht dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Nein, nein, subhanallah, ich erspare mir all das, weil ich möchte, auch wenn es Gespräche sind, ich möchte Gespräche führen mit Leuten, die Muslime sind, mit Leuten, die Sunniten sind. Vor allem, wenn es jetzt, ich rede jetzt über islamische Bereiche. Es geht jetzt nicht darum, wenn ich beim Mechaniker bin und ich möchte mein Auto reparieren. Das ist etwas anderes. Da habe ich ja eine Sache, die ich machen möchte. Ich gehe einer Arbeit nach. Ich möchte schnell mein Auto reparieren und fertig. Hier, nimm dein Geld und Salam alaikum. Oder ich gehe irgendwo Äpfel kaufen. Nein, nein, ich rede jetzt zum Beispiel bestimmten Versammlungen oder bestimmten Orten, wo dann verschiedene Menschen aufeinander treffen. Da tue ich mir selber einen Gefallen und mache den anderen auch einen Gefallen. Also auf jeden Fall, Akhi Barakallahu Fik, sei offen. Und das, was du vertrittst, mach es offenkundig. Dann werden sie dich automatisch auch niemals akzeptieren. Und sie werden dann diejenigen sein, die sich von dir fernhalten. Na. Barakallahu Fik für diesen Ratschlag und allgemein für ihre Worte, ihre Zeit und die Informationen, die sie mit uns geteilt haben. Und ich hoffe mir dadurch, dass wir Lehren daraus ziehen und daraus lernen und Informationen ziehen konnten und es auch anwenden können. Ich bitte um Verzeihung für jeweilige Unannehmlichkeiten, spezifisch dafür, dass ich zu Beginn vergessen habe, um Ihren Zustand zu fragen, auf das ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie sich in Wohlbefinden finden. Barakallahu fik. Alhamdulillah, sehr, sehr gut. Alhamdulillah. Zakallahu khair, Yasin. Zakallahu khair für deine sehr gute Organisation und für deine immer schönen Worte und für dein sehr, sehr gutes Benehmen. Möge Allah Ta'ala dir viel Baraka in Dunya und Akhira geben. Möge Allah uns alle gut machen. Barakallahu fikum. Falls Sie keine Abschlussworte mehr haben, würde ich diesen Livestream beenden. Barakallahu fikum. Ja, Kabba. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.